der Alltagsstumpfsinn, als das Vergessen, das sich schützende Vergessen der Realität. Im Kontrast zur Wiedereroberung des Realen, dem Aufklaffen des tatsächlichen Daseins, des tatsächlichen Existierens, das aus einem vierfachen Komplex besteht, der Grund für das Verwerfen und für das Nichtverstehen als das Wiederverschwinden des Daseins, das ausgelöscht werden, dessen, was nicht sein darf, aber sein wird. Und damit der Horror, Terror der Beschleunigungen und damit der Umkipppunkt in die absolut absurde Freiheit. Drittens, in diesem Moment die Wahrnehmung des organischen Seins, der Ausgedehntheit, des Fressens und Gefressenwerdens, der verschiedenen tubulären Systeme, einschließlich der mittleren und der unteren Eucheronter und nicht nur des Beobachtungskontrollzentrums der oberen Acheronter, und dann viertens, ja, was war gleich viertens? Die Konsequenz, die daraus entsteht, wie das alles mit dem Karfreitag, dem schwarzen Freitag oder muss man sagen dem blutigen Freitag zusammenhängt. Als Kind schon immer diese fach zur Ohnmacht führenden Vorstellungen, diese 10 Stationen des Kreuzwegs, welche infame Grausamkeit. Aber da ist einer, der das nicht nur weibliche, sondern das leibliche Leben aller symbolisiert, metaphorisiert, metamorphotisiert, der diesen Kreuzweg masochistisch, fundamentalistisch freiwillig auf sich nimmt, indem er zunächst die Wiedereroberung der wahren Wirklichkeit erkennt und dann den Umkipppunkt in das Unvermeidliche und dann die Erfahrung des immer nur jetzt augenblicklichen Kairos oder Tyche oder aber verworfen, verdrängtes Automaton. Und dann nimmt er diesen Kreuzweg, diesen grausam gnadenlosen Leidensweg deshalb auf sich, um die Menschheit zu erlösen. Das heißt, er tut das, was alle Frauen tun, die den Weg des Genozids
Untypus auf den Theaterbühnenwelten des Schmetterlingsdaseins, der Phänotypizität präferiert haben, die, weil sowieso alles verloren ist, somit die Freiheit haben, sich hinzugeben, alles herzugeben, ihr Fleisch und ihr Blut zu opfern für die Menschheit, sprich für die Metonymie, Körperfortsetzungskette der Ewigkeiten, diesen Körper, der als Petrischale des Seins dient, durch all die Leidensstationen, die 10 Leidensstationen zu gehen, bis man aufs Kreuz, auf den Rücken geworfen wird und genagelt und die Dornenkrone aufgesetzt. Was für eine präzise Allegorie dessen, was in den Geschlechtungsakten stattfindet, die aber, wie man weiß, nach den Höllendurchritten und nach ein bisschen Exerzitien und Reitstunden darin und den erlebten und erleibten Toten, dem vernichtet, dem gedemütigt, dem angestochen, dem Niederkommen, dann zur Resurrektion führt, zur Wiederauferstehung aus den Toten, wie Proserpina, wie Persephone, wie 24 andere Mythologien, in denen ein göttlicher Sohn, der auch diesen weiblichen Leidensweg gehen will und sich ans Kreuz schlägt, um zum Erlöser der Menschen zu werden, diesen Weg nachgeht. Nehmt hin mein Fleisch, nehmt hin mein Blut und esset alle davon, und dann nach dem Abstieg in die Unterwelt, in das Tödlichkeitsreich, in das Totenreich, die Wiederauferstehung und dann die jubilatorische Auffahrt über die Wolken, wo dann die Blaugewandete die Schlange zertritt und aus ihren Resten, aus ihrer Liaison mit dem Abgöttlichen, mit der Abgöttlichen gegen das große Viech und durch die Annunziation der Engel dann die neue Existenz wird, epiphanieren sehen. Der ganze Durchlauf von wenn ich tatsächlich da bin, dann kann das doch unmöglich sein, was daraus resultiert, so wie wir es gestern schon in dieser Existenzialisierungskette, der man nicht entgeht, beschrieben haben, sodass man gar nicht den Sinn oder die Bedeutung des Seins auflösen, erkennen muss, sondern einfach nur dieses Leben erleiden, erleiden, erfahren. Und dessen Vorwegnahme damit
des Undenkbarsten zu erleben und dann die Inversionsverwerfungen zu erleben, dass sich das nur begreifen lässt als Unbegreifliches oder das Unbegreifliche sich nur nehmen lässt als Nichtzunehmendes und so weiter. Heute ist Ostersamstag. Gestern haben sie, wie ich gelesen habe, die orthodoxen Griechen den Leichnam von dem Kreuz genommen und dann mit einem goldbestickten Kleid oder Tuch durch den Ort getragen. Und den Judas, den Verräter, die Judaspuppe, die ihn die Kinder mit sich trugen, der wird dann am Ende verbrannt, so lautet die Beschreibung, das habe ich nicht gesehen. Stattdessen die roten Magnesium-Signalleuchten im Hafen, auf den Booten der Schiffe.